Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Retro-Game hier bei Retro-Games. Wie ihr seht, spielen wir heute SimCity 2000 aus dem Jahr 1993 von Maxi, was ja später mal von EA aufgekauft worden ist. Als erstes würde ich sagen, fangen wir an mit einer neuen Karte und erstellen uns mal eine Karte. Ihr seht, in einer sehr schönen Auflösung, 640x480. Als erstes würde ich sagen, passen wir mal ein bisschen die Berge an, machen ein paar weniger Berge. Hier drüben bei dem Menü kann man einstellen, ob man Küste, Flüsse oder gar nichts von dem haben möchte. Man kann die Erde abheben, absenken, einebnen, Wasser hoch, Wasserspiegel niedrig, Wasser verteilen, Bäume pflanzen. Hier unten sind noch so ein paar Aktionsmenüs, wie ranzoomen. Da gibt es nur drei Perspektiven. Man kann hier über das drehen. Ja. Mit den Pfeiltasten kann man noch ganz gut hin und her scrollen. Ja, ich würde mal sagen, wir machen ein bisschen weniger Berge und lassen mal generieren. Na, ja, vielleicht ein bisschen mehr Berge. Jetzt auf jeden Fall mache, ist hier noch die Landschaft ein bisschen anpassen, ein bisschen schön einebnen, kann man halt den Berg schön verteilen, hier machen wir auch mal weg. Machen wir hier etwas höhere Erhebung hin. Warum mache ich das? Weil ich gerne einen Wasserfall hier generieren möchte. Aus dem einfachen Grund, da kann man gut Wasserkraftwerke anbauen. Einfach hier schön ein auf Wasserverteilung. Es kommt hier runter und geht halt hier rein. Und schon haben wir das machen wir weg noch. Senden wir mal kurz das Wasser ab. Damit wir den natürlichen Flusslauf erhalten. Jetzt müssen wir hier halt wieder Wasser anpassen.
gefällt mir noch nicht, also machen wir es nochmal platt. Jetzt machen wir hier noch ein paar Bäume hin. Ein bisschen wegzoomen. Ein paar Bäume verteilen. Dass mir das hier noch schick aussieht. Ja, für jeden, der das Spiel noch nicht gespielt hat, auf jeden Fall empfehlenswert. Auch wenn es schon über 20 Jahre alt ist. Ich spiele es besonders ab und zu noch mal gerne. Weil es ist eins der ersten Spiele, was ich bewusst gespielt habe. So. Ein paar kleine Seen lassen wir mal noch. Wir machen hier hinten diese Pfützen weg. Weil immer da, wo Wasser ist, kann man ja auch Wasserpumpen hinstellen. Ja, sieht ganz gut aus so. Würde ich das mal hier hinten noch ein bisschen die Berge einebnen. Weil alles, was man dann nachträglich, kostet Geld. Da kann man ja jetzt schon ein bisschen anpassen. Man muss auch aufpassen. Man darf nicht zu viele Bäume dann im Spiel abholzen, da regen sich die Bürger auf. Was man doch Schlechtes für die Umwelt tut. Also wie im wahren Leben. Jo. So. Zoomen wir mal raus. Dann natürlich auch die komplette Karte platt machen, schön einebnen. Entschuldigung. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Wie man sicherlich auch hört. Okay, lassen wir es mal so. Wie nennen wir die Stadt? Ich würde mal sagen Retro City. Ach, englische Tastatur. Gucken noch mal. Wo war hier der Unterstrich? Ah, da. Und nicht Y, Z. So. Ja, hier kann man auf verschiedenen Schwierigkeitsmodi, easy, medium, hard. Also easy machst du mit 2000 plus, fängst du an, medium mit 10.000 und bei hard halt mit minus 10.000, also Kredit. Im Jahr 1900 oder 2050, also ich fange immer bei 2000 Geld und 1900 an, dass man die komplette Entwicklung durchmacht. Macht eigentlich am meisten Spaß. Hier hat man die üblichen Tageszeitungen, die kann man hier oben ein- und ausschalten. Hier kann man sich die verschiedenen Budgets, Populationsgebiete, alles aufrufen. Kann man auch hier drüben über das Menü, kommt man ins Budget rein. Bei Disasters, also Katastrophen, gehen wir erstmal auf aus.
Hier kann man Auto-Budget, Soundeffekte, Music, Geschwindigkeit, Spiel speichern, laden, neue Map erstellen und natürlich auch beenden. Hier sieht man immer die aktuellsten Informationen, was in der Stadt abgeht. Zurzeit sieht man noch gar nichts. Das Wetter ist regnerisch. Und wir haben Mai 1900. Machen wir mal die Geschwindigkeit auf Turtle. Hier sieht man, was wir als erstes bräuchten. Als erstes brauchen sie Industrie. Drehen wir mal die Kamera. Wo ist unser Wasserfall? Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Da ist unser Wasserfall. Irgendwie stockt der Sound heute ein bisschen. Würde ich sagen, fangen wir auf der Seite hier an. Und machen mal eine Straße. Okay. Der erste Kreuzer. Es ist noch wichtig, die Gebiete komplett einzuhausen. Jetzt machen wir Wasserleitung. Wasserleitung verlege ich immer parallel zu der Straße. Damit man die später auch sieht. Man kann sich die Straße natürlich auch ein- und ausblenden lassen. Das Menü für Wasser kommt mal hier unten. Das Unterirdische. Wenn man jetzt eine Wasserpumpe bauen möchte, muss man einfach gedrückt halten. Da kann man Wasserpumpe oder Tower bauen. Zwei Pumpen hier hin. Wasserleitung. Natürlich auch. So, jetzt brauchen wir Strom. Gedrückt halten wieder. Ansonsten macht man nur Stromleitung. Hier kann man jetzt als erstes könnte man Kohlekraftwerk, Ölkraftwerk oder eben Wasserkraftwerk. Und da würde ich sagen, machen wir mal hier ein bisschen Wasserkraft. Und jetzt wollen wir die Powerlines. Nein. Das ist aber ein bisschen tricky. Okay, unser Budget ist zurzeit bei minus 6 Dollar. Logisch, wir haben ja noch nichts erreicht. Nein, wir wollen keine Brücke. Jetzt fragt er uns gleich wieder. Nein. Zack. Jetzt haben die Strom. Da können wir auch die Straße mal ein bisschen hinter. Braucht man im Endeffekt nicht. Aber wir machen jetzt erst eine Stromleitung. Wichtig ist es hier, dass jedes Viertel seine eigene Stromanbindung braucht. Also man muss richtig über die Straße rüber gehen, am besten vielleicht noch ein Stück rein, damit sich was entwickeln kann. So, jetzt gucken wir mal die Wasserleitung. Ups, ich glaube, ich habe zu lange auf die Pfeiltaste gedrückt. Machen wir mal die Geschwindigkeit auf Turtle. Ach nee, jetzt haben wir ja Lama. Entschuldigung. So, gehen wir mal wieder über die Erde. Das braucht man natürlich auch. Wohngebiete gedrückt halten. Schwach bebaut, stark bebaut. Machen wir ein Wohngebiet, würde ich sagen, hier hin. Oder entwickelt sich das erste Industriegebäude. Und natürlich da, wo kein Wasser liegt, oder? Irgendwie haut es mit dem Wasser noch nicht hin. Na, na, na.
Wichtig, nicht die Pfeiltasten gedrückt halten. Das klappt irgendwie noch nicht so. Ja, Budget ist immer noch. Jetzt fließt Wasser. Und die ersten Häuser entstehen. Ja, mal gucken, wie viele Folgen ich von dem Let's Play hier bringe. Aber ich denke mal, wir wollen schon eine etwas größere Stadt hier bauen. Und natürlich ordentlich. Kasse machen. Die ersten Einnahmen haben wir schon. Hier im Menü kann man natürlich dann auch noch die Steuern anpassen. Hier drüben explizit hier für die Wohngebiete, Gewerbegebiete und Industriegebiete. Man kann auch noch diverse Verordnungen machen. Taxigebühren, Parkgebühren, Legalisation von Glücksspiels. Und natürlich auch Sachen, was sagen wir mal, womit man kein Geld verdient, sondern was eher Geld kostet, aber das mache ich immer erst zu einem späteren Zeitpunkt. Natürlich kann man auch anpassen, wie viel Geld die Feuerwehr, die Polizei, das Krankenhaus und so kriegt, auch die Straßen. Wenn ich jetzt bei den Straßen beim Prozenten runtergehen würde, dann sehen halt die Straßen relativ schnell beschädigt aus. Machen wir mal die Geschwindigkeit ein bisschen höher. Und Autobudget. Das heißt, dass nicht jedes Jahr dieses Budgetfenster aufgeht. Und man sieht die Entwicklung hier, wie die Stadt wächst und gedeiht. Ach siehst du, Wohngebiet ist ja noch ohne Wasserversorgung. Wäre manchmal ganz hilfreich. Das lässt auch sowas schneller wachsen. Ja, hier kommen die verschiedenen Zeitungen. Extra Kurier. Desaster ausgeschaltet. Sonst in der Aufbauphase macht das nicht immer so viel Spaß, wenn man da gleich mit Katastrophen arbeitet. Ja, ich mach mal hier die Zeitung aus. Ja, weg. Ach nee, den kann man gar nicht ausschalten. Schade. Na gut. Oh, Gewerbegebiete wollen sie. Standardgemäß ist immer auf hohes Gewerbegebiet eingestellt. Oder Wohngebiet. Aber wie schwach ist, sieht man halt hier kaum. Beim Abrissen kann man hier sauber machen, hier kann man die Zonen wieder rückgängig machen und hier kann man das Terrain bearbeiten, aber das kostet halt jedes Mal Geld. Also sollte man sich das gut überlegen vorher. Okay, Gewerbegebiet hat noch keinen Strom. Hm. Okay.
Essen ist immer eine Stromverbindung an der Kreuzung. Und schwupps, entsteht ein Gewerbegebiet. Und es wird ein größeres Industriegebiet verlangt. Naja, noch nicht ganz. Aber wir erweitern es mal. So, Wasserleitung. Blick behalten sollte, ist dieses Fenster hier. Das kann man, wenn man sich die Fenster hier rüberzieht. Ja, da kann man sich halt die ganzen Statistiken angucken. Und was wichtig ist, ist immer Power und Wasser. Damit man sieht, okay, es ist noch genug Wasser da. So, Stromverbindung ist auch da. Hier unten sieht man schon den ersten Verkehr. Über den Tool kann man sich hier Gebäude anzeigen lassen. Kirche. Da kann man sich angucken. Population, Kriminalität, 43 Cars die Minute. Na, hier sind schon 41, hier sind es nur 19. Da sieht man halt noch nichts. So, jetzt wird eine Polizeistation hätten sie gerne. Gucken wir mal auf unser Budget. Wir machen zurzeit 73 plus. Das Industriegebiet noch ein bisschen größer wird, dann könnte man über eine Polizei nachdenken. Vorher. Ups. Das ist, wenn man abrutscht. Alles mal Spaß. Kann man die Nachbarländer oder Nachbarstädte, die schon wesentlich größer sind, hier kann man sich auch so Sachen anzeigen lassen, wie zum Beispiel Kriminalität, Bevölkerung, Wasser. Kann man natürlich auch groß machen. Strom, Straßen, Umweltverschmutzung, Geld, also wie viel die Stadt wert ist. Das kann man sich dann natürlich auch hier... zeigen lassen. Da sieht man zum Beispiel genau, wo die Kriminalität zum Beispiel am höchsten ist. So seht ihr noch nicht, aber im Wohngebiet ist halt schon Kriminalität vorhanden. So, machen wir weg. Deswegen möchten sie gerne eine Polizei. Na, dann machen wir mal eine Polizeistation. Unter dem Button kann man natürlich dann auch ein Hospital, Krankenhaus, Feuerstation oder Gefängnis machen. Und die machen wir mal hier hin. Jo. Und die kostet uns 75 pro Monat. Also machen wir zurzeit 1 Dollar minus. Das heißt, wir müssen uns vergrößern. Wieso entsteht hier nichts? Keine Lust. Mal kurz ausblenden.
Druck nicht aus von der Pumpe. Eigentlich ist genug Wasser. Oh, der Wasserdruck ist nicht mehr da. Also, machen wir mal ein paar Wasser. So, jetzt müssen wir aber genug Wasserdruck haben. Ui. Und wie sieht es beim Strom aus? Kostet ja alles Geld. Na gut, geht noch. Ein Feuerwehrdepartement ist gewünscht. Wir gehen hier erstmal runter, damit uns das nicht so viel kostet. So groß ist unsere Stadt ja noch nicht. Auch immer unser Budget im Auge behalten. Ach, wir haben noch Pumpe ausgewählt. Wir wollen noch aber Wasserleitung. Leitung leicht versetzt gemacht. Naja. So, wie sieht es mit dem Budget aus? Wir sind wieder im Plus. Geringfügig. Ja. Gehen wir die Geschwindigkeit ein bisschen höher. Sonst sitzen wir ja noch Freitag hier.
es sind schon 27 Jahre rum. Unsere Stadtbevölkerung ist jetzt bei 970, oh, wieder abfallender Ast. Es wird wieder kleiner, ja, so um die 1000. Schwankt. Mal gucken im Vergleich zu den anderen. Hm, ja, gut, die anderen. Oh, der eine ist schon bei 11.000. Jetzt geht's langsam hoch. Ach ja, wir haben den Strom vergessen. Ich vergesse es immer wieder. Dass die Leute ja Strom brauchen. Weil hier die Straße halt keinen Strom weiterleitet. So. Mit der rechten Maustaste kann man sich hier übrigens auch schnell über die Karte bewegen. Wie gesagt, immer Wasser und Strom im Auge behalten. Ja, ich weiß, dass ihr immer noch eine Feuerwehrstation haben wollt. Aber dazu müssen die Einnahmen stimmen. Und sowas kostet Geld. Davon haben wir noch nicht so viel. Gucken, wie es unterirdisch aussieht. Machen wir die Straße weg. Okay. Ja, das Industriegerät, es geht mal hoch, es geht runter, es wird Industrie gebraucht, dann wieder nicht. Jetzt ist wieder alles schwarz. Lassen wir es ein bisschen laufen. Oh, jetzt haben wir schon das erste. Wir können ein Bürgermeisterhaus bauen. Wo baut man das Bürgermeisterhaus hin? Ach, hier auf dem Hügel, hä? So ein bisschen abseits. Da wohnt der Bürgermeister. Also in dem Fall ich. Strom brauchen wir natürlich auch. Sonst sitzen wir im Dunkeln und eine Straße wäre auch nicht schlecht. So. Schließt die jetzt auch an? Ja, schließt an. Jetzt wohnt der Bürgermeister mit in der Stadt. Wie unsere Einnahmen aussehen, 123, so jetzt können wir eine Feuerwehrstation bauen. Die bauen wir natürlich auch hier schön zentral hin. Damit die Abdeckung gleich ordentlich ist. Machen hier auch erstmal auf 70%. Das kann man ja dann immer noch steigern. Wir wollen uns ja nicht übernehmen. Weil ich bin kein Fan von Krediten. Nur im äußersten Notfall. Übernehmt nicht Kredite auf. Also wenn man es vermeiden kann, ist das schon mal nicht schlecht. Finde ich. Jeder macht das anders. Ich mach's so. Jo, zoomen wir mal ein bisschen raus. Ist doch schon ganz schön, naja, ganz schön im Vergleich zur Karte. Ist es noch nicht ein Viertel, aber es wird.
Was man auf jeden Fall dann noch bauen muss, ist Schule. Freizeitgestaltung. Auch immer gerne gesehen bei den Menschen. 30 plus machen wir. Was ich jetzt mache, ist erstmal die Steuern erhöhen. Das finden die Bürger natürlich nicht so toll. Ich gehe gleich 3% hoch. Lass das einen Monat laufen. Oder vielmehr ein Jahr. Jetzt wird sicherlich gleich alles erstmal ein bisschen dunkler. Aber da kann man sich auf jeden Fall für ein Jahr mal wieder ein bisschen mehr Einnahmen erzeugen, wie man hier schön sieht. Machen wir mal das Autobudget aus. Wenn das nächste Mal kommt, 54. Jetzt ist es da. Ersparnlich. Jetzt gehen wir jeweils 1% runter. Beim Gewerbegebiet gehen wir 2 runter, weil die sind immer sehr mäkelig. Beim Wohngebiet würde ich sagen auch 2. So, fertig. Und da freuen die sich, weil sie jetzt weniger Steuern zahlen müssen. Dass sie natürlich ein Jahr vorher noch weniger gezahlt haben, das ist so nebenbei. Das merken die nicht. Hey, wir sind wieder bei $10.000 angekommen. Wie viele Einwohner? 1700. Sims Nation. Ah. 18.960.000. Aber nicht auf den 4 Karten. 5 mit meiner. Das glaube ich nicht. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Und ich würde sagen, nächste Woche kommt eine neue Folge. Ich werde auch nochmal andere Let's Plays anfangen. Wenn ihr Wünsche, Vorschläge, Änderungen oder sonstiges habt, bitte in die Comments. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zusehen und euch noch einen schönen Tag. Und vergesst nicht, lasst einen Daumen hoch da oder abonniert mich. Oder beides. Danke fürs Zusehen. Ciao.